Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir melden uns mit einem Wochenrückblick spezial aus der Münchner Residenz, wo der Ministerpräsident Horst Seehofer zum traditionellen Neujahrsempfang eingeladen hat. Und es könnte sein letzter sein und daher sind wirklich alle gekommen. Heute muss ich sagen, ich freue mich auch über mich, dass ich nach 24 Stunden, ohne auch nur eine Minute eingenickt zu sein oder geschweige denn geschlafen zu haben, direkt von Berlin hierher gekommen bin. Wie müde sind Sie wirklich? Ich bin total übermüdet. Ich bin jetzt seit 26 Stunden auf den Beinen in äußerst schwierigen Verhandlungen in Berlin. Und jetzt bei diesem Neujahrsempfang, wo man sich ja auch unter die Menschen begibt, eine Rede hält. Aber wissen Sie, wenn etwas Spaß macht, dann hat der Mensch unheimlich Kraft. Ja, schon ein bisschen. Ich versuche es mir nicht allzu sehr anzumerken, aber ich habe 2,5 Stunden geschlafen in der letzten Nacht und das ist doch ein bisschen wenig. Gar nicht müde, ich bin fit und freue mich hier beim Neujahrsempfang des bayerischen Ministerpräsidenten zu sein. Wir waren ja jetzt tagelang nebeneinander gesessen, die letzten 24 Stunden der Sondierung ununterbrochen. Und es ist gut, wenn man jetzt nach getaner Arbeit hier mit vielen Leuten zusammenkommt, die dann übrigens ja auch alle Rückmeldung geben. Was wünschen Sie sich persönlich von 2008? Nur, das klingt jetzt platt, aber ich habe alles. Ich bin so dankbar, was ich alles machen durfte. Bis hin zum Beispiel Ministerpräsident. Und mein Wunsch ist, dass mir der Herrgott weiterhin Gesundheit schenkt. Ich wünsche mir immer zunächst einmal Glück und Gesundheit für die ganze Familie, für die Kinder, für meine Frau. Und das ist das, was man sich persönlich wünscht. Dass vielleicht der Club noch aufsteigt, weil FC Bayern wird sicher Meister. Und dann wünsche ich, dass es Bayern weiter gut geht und dass wir alles dazu tun können, damit es den Menschen im Land noch besser geht. Haben Sie denn auch Wünsche für 2018? Also ich wünsche mir selbstverständlich auch, dass es den Kindern gut geht und ja, wünsche für uns allen ein gutes 2018 und wünsche natürlich meinem Mann alles, einen guten Start in seinem neuen Aufgabenfeld. Ja, ich wünsche mir natürlich, dass die Wirtschaft so weiterläuft wie bisher. Das ist das Wichtigste, weil dann haben die Menschen eine Zukunft bei uns im Land. Ja gut, ganz privat wünscht man sich möglichst stabile Gesundheit, dass der eigenen Familie gut geht. Politisch hoffe ich natürlich auf ein erfolgreiches Abschneiden der CSU bei der Landtagswahl. Wir hoffen, dass wir jetzt eine stabile Bundesregierung hinkriegen und dass vor allem der Frieden in unserem Land gewahrt bleibt. Was wünschen Sie sich persönlich von 2018? Vielleicht, dass es ein bisschen ruhiger wird, oder? Nein, also jetzt ist es ja noch nicht so. Wir sind ja noch im Amt und ich habe noch einige Termine im sozialen Bereich und ich freue mich und ich freue mich auch auf die Zeit, die jetzt kommt. Ach, ich würde mir wünschen, dass jeder vielleicht ein bisschen mehr erkennt, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und etwas entspannter durchs Leben zu gehen. Weniger Mimimi. Wenn ich mir persönlich was wünschen dürfte, dass es in einer guten Art und Weise weitergeht in der Politik in Deutschland, dass wir eine stabile Regierung in Berlin bekommen und dass in Bayern nicht Berliner Verhältnisse, wie wir es im Moment leider sehen, einkehren. Dass es den Menschen in Bayern weiterhin so gut geht, wie sie es derzeit leben dürfen. Wir haben über 70 Jahre Frieden, Wohlstand, Sicherheit in diesem Land, wie wir es so noch nie erleben durften. Auch wenn das eine oder andere nicht so gut ist. Mir fallen auch viele Dinge ein, die man noch besser machen könnte. Aber sich mal anlässlich 100 Jahre Freistaat Bayern und anlässlich 200 Jahre Verfassungsstaat Bayern mal zu überlegen, wie es in diesen 200 Jahren oder in der Geschichte Bayerns schon mal anders ausgeschaut hat,
da kommt man schnell darauf zu sagen, ui, mei, geht's uns gut. Sie glauben gar nicht, wenn man jeden Tag unmittelbar rund um die Uhr neben Angela Merkel sitzt. Verliert man jedenfalls alle Eigenschaften eines bayerischen Löwen. Man wird sehr zahm. Sind Sie denn zufrieden, was in Berlin rausgekommen ist heute Nacht? Ja, sehr. Hochzufrieden. Wir haben wirklich hart verhandelt. Das kann man sich vorstellen, wenn drei Parteien zusammensitzen. Da schenkt man sich gegenseitig nichts. Das hat jetzt gar nichts mit Unfreundlichkeit zu tun, sondern es hat was mit Durchsetzen der eigenen Positionen zu tun. Das machen alle, die da sitzen. Und ich glaube, wir waren ziemlich erfolgreich. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich war zu jeder Stunde, zu jeder Minute hochmotiviert in dem schönsten Amt, Herr Abt, das wir zu vergeben haben auf dieser Erde, unmittelbar hinter dem Papst. Und ich bin ein bisschen wehmütig in diesen Tagen, wenn man bei vielen Gelegenheiten auch spürt, das ist jetzt das letzte Mal. Aber es überwiegt doch letzten Endes die Dankbarkeit. Mal ehrlich, wie wehmütig war er heute, als er hergefahren ist? Eigentlich gar nicht. Er ist sehr müde, nachdem dass er da eine Woche in Berlin war. Aber ja, er ist Vollblutpolitiker und das ist sein Leben. Und ja, Leben ist Veränderung und das ist gut so. Ja, schon ein bisschen Wehmut. Aber man weiß, der Wandel gehört zur Demokratie. Und deshalb Wehmut ja, weil einem das Land ans Herz gewachsen ist, die Bevölkerung. Aber ich habe jetzt keine Trübsal. Und ich weiß vor allem, was ich künftig mit meiner Freizeit tue. Wenn alles so läuft wie geplant, sind Sie nächstes Jahr hier der Gastgeber. Schauen Sie sich schon ein bisschen ab, wie es geht, oder ändern Sie was? Ich bin jetzt seit über 20 Jahren hier bei diesem Empfang. Ich kenne ihn genau. Und er ist einer der Höhepunkte des Jahres. Heute aber ist er Ministerpräsident Horst Seehofer. Wer im nächsten Jahr Ministerpräsident ist, dazwischen sind mehrere Wahlen. Schauen wir mal, was rauskommt. Bayern ist ein Paradies, liebe Freunde. Bayern ist ein Paradies.